Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es den nächsten Stadion-Vlog. DFB-Pokal-Halbfinale, Part 2 steht heute an. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Wir sind schon in der Bayer Arena. Wir haben jetzt gerade 3-4 Stunden vor Anpfiff. Und ihr seht es schon im Hintergrund. Ich kann da gleich nochmal ein bisschen ranzoomen. Leverkusen hat sich auf jeden Fall ein paar richtig geile Sachen überlegt für heute, stimmungstechnisch und choreotechnisch. Und wir machen jetzt gleich nochmal eine kleine Stadiontour und ich zeige euch alles, damit ihr die exklusiven Einblicke hier auch mal wieder von uns bekommt. Let's go! Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden vor Anpfiff gerade auf der Tribüne. Ihr seht, es ist noch alles komplett leer, noch keine Fans da. Und Leverkusen hat sich was richtig Cooles überlegt, was ich euch mal zeigen kann. Es gibt hier nämlich auf jedem Platz ein Trikot für die Leverkusener Fans. Wir können hier mal ein bisschen rangehen. Für unseren Traum. Wir für unseren Traum. Also dann einheitlich heute in der Bayer Arena. Wird auf jeden Fall richtig cool. Nachher kann ich euch noch was Cooles zeigen. Es wird nämlich gerade eine geile Choreo vorbereitet. Glaube ich auch mit LEDs. Aber dazu dann mehr später. So, Freunde, wir können auch hier nochmal einen kleinen Check machen. Von der Bank. Absolut 10 von 10 bequem. Wenn ich das so vergleiche mit den Auswechselbänken in der Oberliga Baden-Württemberg. Schon ein kleines Upgrade auf jeden Fall. Was auch richtig cool zu sehen ist, hier wird jetzt gerade die Spider-Cam nochmal eingestellt. Ist ja im Stadion an allen Pfeilen nochmal befestigt und kriegt dann nochmal richtig geile exklusive Aufnahmen. Schon wild, was da so für eine Technik dahinter steckt. Hier auch ganz cool nochmal zu sehen, Freunde, da dann später nochmal ein, zwei Interviews. Also Freunde, wir haben jetzt auch nochmal die Chance, vorm Spiel jetzt gleich in die Kabine zu gehen von beiden Mannschaften, da nochmal für euch exklusive Einblicke zu bekommen. Jedes Mal so ein cooles Gefühl, einfach da auch nochmal so in den krassesten Spots sein zu können und das alles abzuchecken. Immer Gänsehaut. Bayer schockt Chelsea. Hier hängen auch so nochmal Zitate. Perfekter Monat, perfektes Spiel von Zeitungsartikeln. Leverkusen überrennt Mainz. Also vor der Gästekabine hängen da nochmal ein paar Sprüche, die nicht so motiviert sind als Gästemannschaft. So, und hier können wir jetzt nochmal in der Gästekabine ein paar exklusive Einblicke für euch machen. Wir gehen einmal durch in der Kabine von Düsseldorf. Zoll ist, glaube ich, heute ein absoluter Faktor. Super Zweitliga-Saison gespielt. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie er heute performen wird. Zimmermann, El Capitano, Felix Klaus, auch mal in Freiburg gespielt. Und natürlich auch immer noch mal so ein paar Snacks wichtig. Ernährung, Tapes, alles, was ein Sportler braucht vorm Spiel. So, Freunde, die ersten Zuschauer sind jetzt auch mittlerweile im Stadion am Start. Und man kann es leicht sehen, es hat angefangen zu regnen. Erinnert mich ein bisschen an die Pokalschlachten in Saarbrücken. Aber ich glaube, der Rasen macht es hier besser mit. Wir wollen jetzt hier nochmal ein Close-Up, die Spider-Cam. Schau euch das an, wie lang gezogen das ist und wie die danach alles mitbekommen wird. Du kriegst da so sexy Aufnahmen, gerade auch wenn ein Elfmeter geschossen wird. Ich erinnere mich an die Premier League, wenn er dann so hinten oben drüber ist. Das sieht so wild aus dann. Also die ersten Düsseldorf-Spieler sind jetzt angekommen, machen hier die Platzbesichtigung, checken das Ganze ab und ihr seht im Hintergrund auch die ersten Zuschauer und wir gehen jetzt zur Stadion-Tour. 360 laufen einmal ums ganze Ding rum. Also Freunde, ganz da oben sitze ich später, das sind die Presseplätze. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll später. Aber ich glaube, wir haben eine geile Platzübersicht, auf jeden Fall schön zentral. Auch nicht allzu hoch. Also Freunde, hier sind wir gerade, Gästeblock auch schon gut gefüllt. Die Haupttribüne nach und nach wird immer mehr. Und auf der Leverkusen gerade, seht ihr es? Die ersten Vorbereitungen. So, und hier haben wir auch nochmal eine kleine Abgrenzung von der Tribüne. Sieht auch echt fancy aus, wenn man da nochmal hochblickt. Mit den Glaswänden, mit den Fenstern, mit den großen Fenstern. Auch sehr geile Plätze, direkt hinterm Tor. Und hinter mir seht ihr jetzt gerade nochmal die Düsseldorf-Fans, die so auch nochmal Vorbereitung treffen. Also ich habe da auch ein paar coole Fahnen, Flaggen und so gesehen. Da wird es choreotechnisch auf jeden Fall auch was sehr, sehr Geiles geben. Also auf der Haupttribüne, da sieht man auch nochmal die VIP-Plätze. Und das sind dann später meine Plätze auf den Presseplätzen. Also sehr cool. Jetzt hier gerade nochmal die Gegentribüne. Und hier gibt es dann später eine sehr, sehr coole Bayer-Choreo. Auch immer wirklich unglaublich nice. Du läufst hier so 2 Meter neben Platz. Wenn die Mannschaften sich dann später aufwärmen, steht dann einfach mal so ein Flo Wirtz 2-3 Meter vor dir. Und auch hier von der Begrenzung schaut man, soundtechnisch ist es gar nichts. Also du hast hier als Fan unglaublich geile Sicht.
extrem nah am Spielfeld. In der Mitte nochmal das DFB-Logo, DFB-Pokal-Logo, was dann später nochmal geschwenkt wird, wie auch gestern schon in Saarbrücken. Und hier schaut mal, also man sieht dieses Bayern-Logo, was glaube ich leuchten wird, ein bisschen hochgezogen. Goldakzente, ich bin so heiß auf diese Choreo. Und ungefähr 19 Minuten vor Anpfiff, Düsseldorf schon richtig dabei, machen echt gut Stimmung. Und ich muss ehrlich sagen, als DFB-Creator da auch immer so nah am Spielfeld dran sein zu können, ist absolut Gänsehaut. Ich sag's in jedem Vlog, aber es ist halt einfach ein Traum. Und ich bin echt dankbar dafür, in so einem geilen Spiel solche Erlebnisse mitzunehmen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da, supportet mich, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch nicht gefällt. Weitermachen. Und auch immer hier gerade nochmal die TV-Vorberichterstattung mit dem Pokal. Es sieht halt einfach so sexy aus. So, wenn du dann einfach hier stehst, der Pokal ist hinter dir, die TV-Moderatoren machen da ihre Pre-Game-Show und im Augenblick lasst ihr den Pokal. Ich sage euch ehrlich, schwer zu beschreiben, das Gefühl. Also mittlerweile Gästeblock voll. Ist das Bild. Also es ist so laut, die Gästefans machen so krank Stimmung. Die Aufstellungen sind jetzt draußen. Xabi Alonso macht keine Experimente, wie zum Beispiel in der Euroleague. Frimpong spielt, Grimaldo spielt, Wirtz spielt, Boniface ist auch wieder im Kader. Also hier sind nochmal die Aufstellungen eingeblendet. Absolutes Top-Aufgebot. Bei Düsseldorf natürlich nochmal die Hiobsbotschaft. Tanaka musste operiert werden. Gute Besserung an der Stelle. Unglaublicher Leistungsträger. Solis spielt. Sonst auch wenig Überraschung. Also hier geht alles Richtung Finale. Beide Mannschaften mit 100% alles, was sie haben. Mein Ergebnistipp für heute. Ich glaube, Leverkusen ist einfach zu stark. Werden wahrscheinlich auch deutscher Meister, werden sie es nicht mehr nehmen lassen. Und ich glaube, dass sie heute auch im Halbfinale hier nicht viel einbrennen lassen werden, dass auch schön frühe Tore fallen werden. Am Ende wird es ein 3:1 für Leverkusen, sage ich. Aber Düsseldorf, diese Pokalreise ist jetzt schon Weltklasse. Und sie können sich natürlich noch belohnen mit dem Finaleinzug, was eine unglaubliche Überraschung wäre. Und sie hätten es absolut verdient. Crazy. Also das war gerade wirklich schon Gänsehaut. Ich habe einfach mein eigenes Wort nicht gehört. Fußballzeit, Abfahrt. Und nochmal ein kleiner Nachtrag. 3:1 habe ich gesagt, die Tore. Einmal Florian Wirtz, einmal Patrick Schick. Und nach Grimaldo Freistoß Robert Andrich mit dem Kopf. Zack. Und für Düsseldorf sage ich Solis. 2:1 Anschlusstreffer. Und dann der 90. glaube ich, macht Leverkusen einen Deckel drauf. Oder vielleicht auch schon früher. Freunde, schaut mal, der Regen ist komplett am Start. Aber das Stadion ist echt geil gebaut. Also ich habe die Stadiontour gemacht, es hat geregnet und es war überall überdacht. Also ich habe kaum Regen abbekommen. Und ich habe auch vorher noch einen Rasencheck gemacht. Ich kann euch sagen, 10 von 10. Also wirklich Teppich. Was ein bisschen schade mit dem Stadion. Also hier hinten dran, das müsste Nord sein. Falls die Südtribüne ist, schreibt es mir gerne rein. Hier sind auch schon echt wenig Plätze, weil eben viel VIP. Und auf der Haupttribüne hinter mir dann eben auch nochmal. Also ähnlich wie im Freiburger Stadion finde ich dann fast schon einen Ticken zu viel VIP-Plätze. Und jetzt kommt die Düsseldorfer gerade hinter mir. Werden dann natürlich lautstark begrüßt. Jetzt sind es noch genau 40 Minuten. Jamil Siebert wird heute auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. War ja auch schon in den Streams dabei. Freunde, wir sind jetzt auch hier gerade vom Spielertunnel. Die Leverkusener kommen jetzt gleich zum Aufwärmen. Und wir erste Reihe. So, ihr hört an der Musik. Die Leverkusen-Spieler kommen raus. Chaka, Grimaldo, da. Wer alles da ist, kann es einfach schaffen, eine ganze Saison ungeschlagen zu bleiben. Grimaldo, Frimpong und Co. Alle unglaublich Weltklasse, was sie diese Saison veranstalten. Und hier Xabi Alonso. Jamil ist wirklich so ein unglaublicher starker Innenverteidiger. Er wirkt so riesig und breit und trotzdem hat er noch Tempo. Auch wie ich sehe, wie Solis am Ball ist, ist auch unglaublich. Also Düsseldorf, natürlich der Underdog,
aber Pokal ist Pokal. Wir haben auch vor dem Stadion noch ein paar Fans gefragt, wie das Ergebnis ausgeht, wie das Spiel heute aussieht. Aber leider gab es da leichte Probleme. Aber beim nächsten Vlog gibt es auf jeden Fall wieder die Meinung von den Fans, wie das Ganze ausgehen wird. Samstag schon der nächste Freiburg gegen Leipzig. Also der Weg zur Pressetribüne fühlt sich nochmal an, als ob ich selber gerade einlaufen würde. Puh, sind nochmal ein paar Steps nach oben, also doch ein bisschen höher die Plätze als gedacht. Also ihr seht jetzt auf den Plätzen, fast letzte Reihe, aber ich finde das eigentlich geil, du bist nicht zu weit weg, du hast immer noch eine gute Übersicht, du bist schön zentral, die Plätze finde ich echt super. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn gleich, hier ist er. Ja, schau dir das an. Geil. Standing Ovation. Gänsehaut, wirklich. Schnellen Außenverteidigern und eben so einem kopfballstarken Schick im Zentrum. Boah, ist das gut gemacht. Wird es fast durch den ersten Aktion. Boah, also Leverkusen legt hier richtig gut los mit zwei Reaktionen. Diese Flanken, das habe ich eben gesagt, wenn sie über außen kommt, dann haben wir auch immer offensiv dabei. Er kann es viel kraften. Also Düsseldorf darf echt nicht so passiv verteidigen, wie es Freiburg auch gemacht hat. Und dann direkt schon das 1-0 so gefangen hat. Boah, gute Chance jetzt für Düsseldorf. Erste Aktion. Boah, wenn er den reinmacht, also hin und her, das war eine unglaublich starke Torschance. Boah, schick. Macht das 1-0. Ist da komplett klar. Brutaler Start hier von Leverkusen, machen das 1-0 früh, wie ich gecallt habe. Nicht Florian Wirtz, sondern Jeremy von Bonn. Das war stark. Ich habe es leider nicht ganz drauf bekommen, der Mann vor mir immer ein bisschen früher aufstehen. Aber es gibt ein gebietendes System Reference. Mal abwarten, ob es überhaupt zählt. Also, doch nichts VR. Tor zählt, 1 für Leverkusen und das ist für Leverkusen so stark. Und für Düsseldorf wird es jetzt noch schwieriger. Aber die Fans machen direkt weiter und pushen ihre Mannschaft. Frimpong mit dem Linken hat er den, glaube ich, reingeschweißt, habe es leider nicht ganz so gut gesehen. Aber nächstes Mal springe ich früher auf, dann habe ich es auch auf jeden Fall drauf. Boah, geiler Ball von Ronaldo da. Mit Wirtz. Und die Situation, die chippt er geil rein. Jetzt wird es aber ganz verrückt hier. Also die haben so viel Zeit zum Kombinieren, das ist viel zu einfach. Schaut mal, vom 16er spielen wir einfach Handball. Boah, wenn der durchkommt, dann knallt es halt. Felix Klauster macht er gut mit Zimmermann, hinterläuft er. Also Düsseldorf, wenn sie mal offensive Aktionen haben, machen sie es echt stark, aber defensiv muss da auf jeden Fall mehr kommen. Da haben sie viel zu viele Räume auf Leverkusen. Boah, und das ist das Erste. Kein Foul, sagt Sebastian Becker. Auf der anderen Seite auch kein Foul. Und jetzt halt die riesen Konterchance. Frimpong hat so viel Rasen vor sich, er muss schießen.
Aber der Kontakt. Oh, Rutschbeck wird es da. Oh nein, nein, Tor. Also hier auf der einen Seite kann man auf jeden Fall Foul geben gegen Felix Klaus, gibt er nicht. Und dann die riesen Kontermöglichkeit. So Pong nimmt dann ein, zwei gute, nicht so gute Touches nach außen, hin, kommt dann nicht zum Abschluss. Also die Konterspots sind da wieder verrückt. Und man hätte einfach auf den Pong runterspielen müssen. Geh weiter! Sucht er den Abschluss und er macht es 2:0, Leverkusen ist da! Also 2:0 nach gerade mal 21 Minuten, Leverkusen macht das hier so stark, dass sie mit den Spielern hier auskommen können. Grimaldo, fast 3:0. Also viel zu viele Räume offensiv für Leverkusen, waren da eine 4-gegen-3 Situation, unten wäre für Pong noch gewesen, Adli kann abziehen. Die spielen es hier richtig stark und 2:0 daheim. Ding der Unmöglichkeit fast für Düsseldorf, aber in Weisermann hat man gesagt, 2:0 ist das gefährlichste Ergebnis. Stimmung machen, aber auch die Leverkusener Fans, hier ist es so laut im Stadion, es ist wirklich wieder eine 10-von-10 Stimmung. Und das ist wirklich das ist dann auch ganz einfach nach der Balleroberung. Also Wahnsinn, was Leverkusen hier macht, leider ein bisschen ein Toaster-Quali, aber Florian Wirtz nach einem Ballverlust von Düsseldorf hat er ganz gut Platz. Verletzt an den Keeper mit links in die lange Ecke, 3:0 und jetzt muss man ehrlich sagen, es werden sehr, sehr lange 55 Minuten für Düsseldorf. Ja, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen darf dir sowas nicht passieren, dass du solche einfachen Ballverluste drin hast, dass du denen auch so viel Raum gibst nach vorne, so viele Torchancen kreieren können, das ist Wahnsinn. Offensiv hatte Düsseldorf auch zwei echt gute Akzente, es ist so laut. Aber gegen eine Mannschaft wie Leverkusen wird halt jeder Fehler bestraft. Aber den muss er besser treffen. Wichtig da ist, sich wieder in den Konter reinzulaufen, wenn sie da den Ball verlieren. Und ich sag's noch, und dann geht's halt schnell. Grimaldo, Pim Pong ist durch, aber sehr gut gespielt. Oh ja, das ist es. Oh, was eine Parade. Sehr, sehr stark. Und da ist Chaka. Wird 1:1, das ist auch geil. Ja, nice. Hilf, ist das gut. Ist das gut? Oh mein Gott. Chaka legt ab. Grimaldo. Ah, wow, diese Mannschaft. Macht einfach Spaß zuzuschauen, muss man ehrlich sagen. 3:0 in der Halbzeitpause. Bayer Leverkusen führt hier absolut verdient. Sie haben es echt zu einfach auch gemacht bekommen. Aber diese Mannschaft ist qualitativ Weltklasse. Also es macht einfach Spaß zuzuschauen, ob man Leverkusen mag oder nicht. Man muss einfach eingestehen, diese Mannschaft spielt Fußball auf so einem Weltklasse-Niveau. Und 3:0 ist hier verdient. Und ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Ich sehe hier für Düsseldorf wenig Licht am Ende des Tunnels. Aber man darf natürlich eine Mannschaft nie abschreiben. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Ich will mir jetzt auf jeden Fall nochmal was trinken, was essen und dann geht's weiter. Also Leverkusen liegt auch in der zweiten Halbzeit los, wie sie aufgehört haben in der ersten Halbzeit. Alles nach vorne, geben sich hier nicht mit einem 3:0 zufrieden, spielen weiter geile Chancen raus und zeigen, dass sie immer noch hungrig sind. Und das bei dem Stand von 3:0. Was ich ehrlich sagen muss, ich war vor diesem Spiel noch nie in Leverkusen im Stadion. Ich war gegen Freiburg, wo Leverkusen auswärts gespielt hat. Und ich bin echt positiv überrascht von der Stimmung. Jetzt Düsseldorf! Ich muss ehrlich sagen, ich bin unglaublich positiv überrascht von der Stimmung. Also Leverkusener Fans machen jetzt auch schon seit 54 Minuten eigentlich durchgehend Lärm, geile Choreo.
auch Düsseldorf. Totale Stimmung, also es ist so laut hier. Beide Mannschaften, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, Leverkusen, Stimmung im Stadion, ja, okay, aber ist meiner. Video Assistant Referee greift jetzt ein. Ich glaube, der Flanke zu schick, irgendeine Hand im Spiel. Ich habe es nicht richtig gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter wegen Handspiel. Keine Ahnung, wer, wie, wo, wann, aber Chance aufs 4:0 und den nimmt sich Flo Wirtz. Boah. Und den macht er eiskalt natürlich rein. Sauber, obwohl er die Ecke spekuliert hatte, knallt er den richtig gut rein. Wahnsinn, dieser Flo Wirtz. Unglaublich präzise geschossen, 4:0. Man kann sagen, das Ding ist zu 90% durch. 99, wollen wir nicht untertreiben. Leverkusen macht es 4:0 nach dem Elfmeter. Es ist Wahnsinn. Wirtz schiebt ihn nicht stark rein. Jetzt kommt Boniface, also für die Leverkusen, dann läuft alles unglaublich gut. Und es wird das Kapitän von Victor Boniface. Möglichkeit jetzt nochmal für Leverkusen. Grimaldo! Aber auch hier nochmal Respekt an die Düsseldorfer. Schaut euch diesen Support an, auch bei 0:4. Also Leverkusen, ich bin wirklich beeindruckt von dieser Mannschaft. Auch wo ich in Freiburg im Stadion war. Das ist Wahnsinn. Und es ist so geil, dass Xabi Alonso bleibt, dass sie den Großteil der Mannschaft halten können. Lange nicht jetzt auch Bayern Konkurrenz machen können, immer um die Bundesliga international noch dabei. Hoffentlich West Ham rausschlagen. Da ist er. Das ist eigentlich genau sein Spot mit dem Rücken zur Abwehr. Boah, was eine Weltklasse-Parade. Kein Abseits gewesen, das war eigentlich die 100%ige Zukunft von Boniface mit dem Rücken zum Gegner. Ich glaube, es gibt wenig Stürmer, die das besser machen. Durch die Beine führen, glaube ich. Dann der Abschluss auch eigentlich gut platziert gewesen. Aber im Tor, Kastenmeier, Respekt. Also nochmal riesen Respekt an Düsseldorf für diese Pokalreise. Und allein dafür haben sie hier den ihren Treffer verdient. Im Halbfinale, 86. Minute. Der hat uns dann nochmal eine gute Konter mit Begleit, hat sich gut ausgespielt. Aber Leverkusen auch defensiv so stark Zweikampfquote umschalten. Xabi hat wirklich von der Weltmannschaft gemacht. Teller alleine durch, letzter Mann. Und das ist der kein Foul. So, das ist der Moment. Leverkusen zieht ins Finale ein. Sie haben es geschafft. GGs an der Stelle. Unglaublich. Was eine Truppe. Also auch hier nochmal die Düsseldorfer Spieler bei den Fans gerade. Unglaublichen Support, unglaubliche Pokalsaison, die sie gespielt haben. Mein größter Respekt an alle Düsseldorfer. Also sie haben wahnsinnig gekämpft das ganze Jahr über. Aber Leverkusen war einfach nochmal eine Nummer zu groß heute. Ja, und Leverkusen steht ins verdiente Finale. Und feiern jetzt hier verdient. Gerade mit den Fans den Pokaleinzug. Sehen hinter mir, das ist halt genau dafür spielt Fußball, für solche Momente. DFB-Pokalfinale hinzu. Gänsehaut, wenn ich dann denke, wie die Spieler sich fühlen müssen. Aber sie haben sich erarbeitet, sie haben die ganze Saison über so eine perfekte Leistung gemacht. Sind immer noch ungeschlagen gegen West Ham in der Euroleague, Bundesliga ungeschlagen. Mit unglaublich vielen Punkten Vorsprung, werden wahrscheinlich deutscher Meister. Riesen, ich hab's glaube ich schon 10-mal gesagt. Sagen wir so ein 11. Mal, riesen Respekt. Hinter mir jetzt die Fortuna-Spieler, waren noch bei den Fans, haben gerade nochmal trotzdem natürlich die Pokalsaison gefeiert. Haben heute alles reingeworfen. Man muss ehrlich anerkennen, die Spieler werden noch einiges reißen. Ich würde es ihnen von Herzen gönnen, dass sie das Triple holen mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League. Wird unglaublich schwer. Xhaka hier im Hintergrund nochmal, Flo Wirtz und Co. Gleich kennt ihr mich noch, wir haben auch schon zusammen gespielt.
wird auf jeden Fall noch ein interessantes Saisonfinish. In Berlin werden wir auf jeden Fall auch am Start sein. Frimpong ist so ein cooler. Ich fühle es so sehr. Hier mit Frimpong, der jetzt auch gleich nochmal, glaube ich, seinen Trikot raus und hat da ein Schild gesehen. In der Menge auch absolute Respektaktion. Da macht er auf jeden Fall den Tag von der ganzen, nicht nur den Tag, das Jahr von einem jungen Fan. Man of the Match gibt hier gerade nochmal sein Interview. Also was für ein Baller. Und wenn der Mann Leverkusen noch lange erhalten bleibt, dann ist da so was Krasses möglich, was er sich hier aufbauen kann mit den Fans. Der Man of the Match, der beste Weltspieler. Ja, Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Immer sehr cool, wenn wir solche Aufnahmen für euch raushauen können. Lasst auf jeden Fall noch ein Like da, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat. Nächsten Stadion-Vlog gibt es dann schon wieder am Samstag beim Sportclub Freiburg gegen RB Leipzig. Bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.